The Evil Within 2. Evil Within 2. Drücken Sie eine Taste. Dramatische Unterbrechung des Spiels. Um die Controller. Ich schaff's ja, okay. Kann ich mir auch sofort sowieso nicht merken. Deckung, Nahkampfangriffe, Zielen. Ja, ich sag mal, Learning by Doing. So, und hier muss ich jetzt gucken, dass ich das Ganze ein bisschen heller mache, damit, wenn das Video nachher gerendert wird, nicht alles zu duster ist. So, Last Chance Pack wurde freigeschaltet. Ja, Bonusgegenstände für die Vorbestellung von The Evil Within 2. Okay, und da sind wir auch schon im neuen Spielmonitor. Wunderbar. Jetzt versuche ich mal kurz, mich hier wieder einzuschalten, einzuklinken. Sieht zwar nicht wunderschön aus, jetzt auch mit diesem Rahmen hier drumrum, aber okay, da werden wir jetzt mit klarkommen. Okay, lange haben wir drauf gewartet, obwohl ich finde, dass seit der Ankündigung bis zum eigentlichen Release gar nicht mal so sehr viel Zeit vergangen ist. Ich will hier die Option werfen. Steuerung zurück. Ja. Ich bin ja jetzt auch so ein Verfechter von Learning by Doing und will jetzt auch nicht das ganze Spiel kaputt quasseln, deswegen werde ich auch öfter mal die Klappe halten. Muss ich hier quasi schon mal vorbereiten. Okay. So. Okay, ich schalte die Kamera einfach mal wieder an. Weil ich sie gerade aus hatte. Ich weiß es gar nicht. Ich muss hier noch ein bisschen rumtesten, aber okay. So, wir machen es einfach so. Wir starten ein neues Spiel. Und werden dann... wir starten einfach mal ein neues Spiel. Weniger quatschen, mehr gucken. So, ich bin natürlich eine richtig feige Sau. Mit dem einfachen Hintergrund aber auch, erstens, ich will natürlich nicht die ganze Zeit ständig kaputt tot umfallen. Aber ich werde dieses Spiel auch höchstwahrscheinlich noch mehrmals spielen. Also ich mache das so ein bisschen wie auch bei den Resident Evil Teilen, die ich gespielt habe. Ich fange wirklich immer auf einfach an. Normal, schwierig, ultra, hardcore, schlag mich tot, wie auch immer. Deswegen fangen wir einfach mal mit dem leichtesten an. Und wohl, ich sehe gerade, vielleicht muss ich nochmal kurz zurück. Bei mir sah das jetzt alles verdammt englisch aus. Englisch möchte ich das eigentlich jetzt nicht spielen. Ach, da muss so. Text Language. Zack. Deutsch. Voice Language German, sehe ich das gerade richtig? So, ne? Oh. Speichert. Neues Spiel. Ach, wunderbar. So muss er doch aussehen.
Jetzt aber weniger reden, weniger klicken, mehr spielen. Wir nehmen den Einsteiger. Für alle, die einfach nur die Geschichte ohne große Probleme erleben wollen. Du findest mehrere Gegenstände, kannst mir Treffer einstecken. Das ist genau das Richtige für mich. Ja, ich weiß, viele andere, die spielen jetzt hier auf Ultra, Hardcore, Albtraum. Empfohlen für Spieler, denen Schwierigkeit. Mir hat die Schwierigkeit auch gefallen. Aber Zielhilfe. Wir machen sie einfach mal an, würde ich sagen. Haus in Flammen, Kind und Kindermädchen verbrennen. So, im Intro halte ich jetzt mal ganz kurz die Klappe. Nein! Nein, das kann nicht sein! Oh, wir spielen das Intro sogar schon. Schnell hin. Oh Gott, Lilly! Lilly, ich bin hier! Wo bist du? Oh Gott, ist sie etwa oben? Das fängt schon sehr geil gemacht an. Alter, hier ist ein richtiger Satz. Es fängt sehr geil gemacht an. Okay, wir müssen uns... Wie konnte das passieren? Durch das Haus schlagen, Lilly und wahrscheinlich unsere Tochter zu retten. Komm, Lilly! Halt durch! Ist doch noch kein... Beeil dich, Junge, ich bin hier, Lilly! Ich bin hier! Komm jetzt raus! Lilly! Wo bist du? Ich bin's! Papa ist hier! Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Kidman? Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius.
Ich bin deswegen hier. Woher hast du das? Lily ist am Leben. Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen! Ich war auf ihrer Beerdigung! Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Sebastian? Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt. Und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ihre Wahl. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht.
aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest, damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drinnen für dich da sein. Bereit? Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Stem-Eintritt in 3, 2, 1. Das? Wo bin ich? Okay, wir können weiterspielen. Wir sehen nichts. Es ist schwer, Mann, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Was geht hier nur vor sich? Detective, wir haben eine Meldung. Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind dann meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD.
Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stam. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Union? Diese Stam-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Okay. Oh, ich sehe aber hier wunderbar aus mit meiner Halbtransparenz. Okay, aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Okay, und damit nochmal herzlich willkommen zu The Evil Within 2. Mit diesem spielbaren Intro schon sehr schön gemacht. Ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen rumgucken, rumklicken. Die ersten Eindrücke mal so ein bisschen einfangen. Lily, dein Team und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stam fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stam, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Plan B. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie... und jeder andere dort drin sterben. Das wäre weniger schön. Baker, der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. Harrison. Kampfspezialist. Hoffentlich kommt er alleine klar. Ich sag mal. O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Und ich würde vorschlagen, wir gucken uns hier tatsächlich mal ein bisschen mehr um. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Herr Junge, du bist in einer Fantasiewelt. Was wird bei euch an den Wänden hängen? Eine Katze? Ich hatte doch noch nie eine... Auf jeden Fall kann ich sagen, jetzt auch so nach dem Intro oder mitten im Intro, ich bin mir da immer noch nicht sicher. Schöne, berührende... Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit?
Muss ich bei mir jetzt mal ganz kurz was verschieben, damit ich die Texte hier auch lesen kann. Ein Dia als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufern zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Bin ich auch mal gespannt. Er ist auch schon. Dias Wechsler mit Steuerkreuz. Okay, scheint wirklich so. Wir werden vermutlich mehrere Dias im Spiel finden. Mit Erinnerungen. Mit denen wir dann jedes Mal mit Kidman. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. So. Ich habe mich mal auf die andere Seite rüber transferiert. Sieht ein bisschen dämlich aus, wenn mein Kappes die ganze Zeit hier im Menü drin ist. Ja, aber es sieht auch so furchtbar aus, aber anderes Thema. Okay. Katzen. Warum Katzen? Okay. Mietz. Grünes Gel. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Danke, Kätzchen. Ein Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen. Ja, auch diese Spiegel kennen wir ja bereits aus dem ersten Teil. Speicherterminals. An Speicherterminals... Ja, schon spät. An Speicherterminals kannst du deinen Fortschritt jederzeit speichern. Du findest sie in Unterschlüpfen und in Sebastians Zimmer. So wie diesen hier. Ich drücke auch direkt mal drauf, gucken, was passiert. Wir können speichern. Wer hätte das gedacht? Wahrscheinlich total überflüssig, aber man muss ja gucken, wie es funktioniert, ne? Falls es irgendwann mal schnell gehen muss. Okay, gibt es hier sonst noch was zum Umschauen? Okay, gleich werden wir uns den Spiegel ein bisschen aus der Nähe betrachten. Wir werden uns jetzt den Spiegel ein bisschen näher betrachten. Geht's. Und los geht's. Zurück in den Spiegel.
nein! Lily, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Hey. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Thank you.